So, ja, bei Deponia konnte man, wenn man auf die Leertaste drückte, sehen, mit was man was anfangen kann. Hier ist das nicht so. Also ich check mal das ganze Bild ab. Aber außer ihr, naja, ja, guckst du dir mal an. Sie hat ihre Finger überall in meinem Bike. Eifersüchtig. Das wollte ich gerade fragen, ob er da eifersüchtig ist. Ja, können wir das Bike noch angucken? Ja, können wir. Ich hasse es, sie so zu sehen. Warum? Das ist echt meine beste Seite. Wir meinten das Motorrad, nicht dich. Ja, unter dem Overall da, also das sehen wir ja jetzt nicht viel. Und da ist ein Foto. Wer ist das? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Okay. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, Nerzfarm. habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange bevor Onkel Pete starb am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Also hat sie eine coole alte Ruine sozusagen, hä? So, da ist ein Schlauch, okay. Der Schlauch riecht nach Benzin. Das ist ein Hinweis, können wir den mitnehmen? Ja, können wir auch das Foto vielleicht mitnehmen? Ach nee, dann guckt er sich's nur noch mal an. Gut. Dann hier ein Benzinkanister. Ich wünschte, der Kanister wäre voll. Tja, da müssen wir halt dran arbeiten. Also, nimm mal mit. Gut. Also, das ist echt nett hier. Wir dürfen uns bei allem bedienen. Gut, gehen wir mal raus. Oh, gut. Du bist noch nicht tot. Ah. Dann habe ich was bei dir gut. Okay, also die Dame hat uns gefunden und sie hat auch noch die Kamera um. Okay, ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Wir wollen nicht undankbar erscheinen, auch wenn wir ein Raubein sind. Ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Ja. Ach, die könnt bei der Bild-Zeitung arbeiten. Am besten dann auch nur 10 Worte schreiben, das ist der ganze Bericht, ne? Aber was mir gerade auffällt, hier ist so der Himmel, ne? Wie das dargestellt ist. Ich lieb's einfach. Das sieht einfach großartig aus. Zum Glück gibt's ja wieder ein paar Retro-Spiele, die auch so in diese Kerbe schlagen. Und Double Fine Productions ist ja von Tim Schafer, der ja auch hier so quasi der leitende Kopf war, wie bei vielen anderen LucasArts-Adventures, ne? Wir haben Hoffnung, dass es davon wieder mehr geben wird. Weil nachdem Disney LucasArts ja aufgekauft hat, die Marke besteht noch, aber die Firma gibt's nicht mehr. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Ich kenne die Menschen, die stehen da immer drauf. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Na toll, wie eine Berzel, okay. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Warum hilft sie uns nicht dabei? Oder, also, wie soll die uns eigentlich da zu ihr hingeschleppt haben? Weil, guck dir den mal an und das Motorrad, ne? Und die, also, die ist doch ein halbes Hemd dagegen. Wie hat das geklappt? Oder hat sie. Ja, nee, die Maureen, die müsste das ja dann auch irgendwie abgeholt haben. Man soll solche Spiele nicht auf Logik hinterfragen. Das habe ich ja schon gelernt. Ja, ich muss einen Hinterhalt verhindern. Ich bin auch zu ihr mal ehrlich, auch wenn sie mir nicht sehr sympathisch wirkt. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Moment. Dann fährt sie da gleich hin und will Fotos machen, ne? Irgendwo zwischen hier und Corville, ich weiß nicht genau. Könntest du mich vielleicht mitnehmen? Tja, hat sie ein Auto? Ich. Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche. Komm schon mal, der Arme. spuck's aus. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt. In Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Aha. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Tja, dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. Also irgendein Anhalter hat sie und mich mitgenommen und so? Was liest sie da? Ist das eine Zeitung? Ziemlich klein, um mich rumzutragen. Ich hab dich gerollt. Ach so. Ja, natürlich, das erklärt alles. Mir fällt da auch was auf. Textanzeigen, genau, das will ich auch mal noch mit drin haben, falls ich über irgendwas zu sehr drüber laber. Ja, können wir hier sonst noch irgendwas angucken oder können wir vielleicht jetzt noch irgendwas mit dir Jemand quatschen? gefunden, der uns mitnimmt? Nein. Okay. Gut, können wir hier was mit dem Briefkasten machen? Na? Der Gute läuft aber auch wie ein Panzer. Der ist leer. Schade. Können wir ihn so.
Ah, wir können ihn auf und zu machen. Wieso muss ich jetzt ein bisschen an Day of the Tentacle denken? Maniac Mansion 2. Ich will Moes Briefkasten nicht wehtun. Okay. Gut, tja. Und das sieht wirklich aus, als wären wir hier irgendwo im Nirgendwo. Da müssen wir wohl laufen. Naja, toll. Genti oder starrt die nach oben? Was soll das sein? Egal, dann gehen wir halt mal. Muss wohl, ne? Und jetzt? Dieses ausgekochte Früchtchen! Die will nur ihre Sensation und lässt uns da stehen! Ah, wie gemein. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut. Ach. Okay, ja, jetzt hat sich's ausgecancelt. Sie meinte, wir schulden ihr was, sie hat uns verarscht, also ist das jetzt quitt, würde ich sagen. Okay, ah nee, doch, hier ist ein Ort, gut. Ja, jetzt wollte ich schon wieder Leertaste drücken. Angewohnheit von Deponen, ja? Da kommen wir überall hin, also hier können wir hingehen, da können wir hingehen und da hinten ist der Turm, wo es wohl das Benzin gibt. Und mehr gibt's hier wohl nicht, weil das ist ja die Werkstatt. Dann gehen wir mal zum Turm. Wobei ich glaube, das ist nicht die richtige Anlaufstelle, um anzufangen, oder doch? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ach, ich habe es jetzt so lange nicht mehr gespielt. Und da meinte sie, es könnte etwas Sprit geben. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob die Mo recht hat. Oh, das sieht aus, als kämen wir da nicht so leicht durch. Irgendwo gab es auch ein Inventar, genau. Können wir den Schlauch mit dem Benzinkanister verwenden? Ein Schlauch wird hier nicht helfen. Ja, das sagst du. Okay, gucken wir uns mal den Turm an. Ich wette, das Teil ist voll mit Benzin. Ja. Wenn ich da nur rein könnte. Man merkt auch, das ist ein bisschen futuristisch angehaucht, ne? Am Anfang dieses Schwebeauto und dann wie das alles gebaut ist, das ist so ein bisschen abgehoben. Das war aber auch so ein bisschen der Style, den LucasArts damals bei einigen Spielen hatten. Und ich finde das eigentlich recht nett. Es hat was Eigenes. Ein bisschen bizarr, ein bisschen das gaga. Da oben ist ein elektrischer Zaun. Also können wir da nicht drüber klettern. Okay, da unten drunter, was ist das? Das da oben Ach so, ist ein elektrischer okay. Zaun. Da sagt er nur das gleiche wieder. Nein, okay. Mann. Ja, können wir vielleicht die Tür einfach wieder auftreten, trotz das Schloss? Das Vorhängeschloss sieht ziemlich stabil aus. Mal rumfummeln. Das könnte ich nicht aufbrechen. Vielleicht reicht ja die pure Beinkraft wieder aus. Das könnte ich nicht aufbrechen. Oder auch nicht. Ha, toll gemacht, ja. Na nee, dann kommen wir hier im Moment eh nicht weiter. Gut, dann schauen wir uns mal woanders rum. Was, wie? Da können wir nicht. Ach so, der Mauszeiger, der braucht ein bisschen, bis er sich wieder umgewandelt hat. Wir können da nichts finden, ja. Gehen wir mal dahin. Da blitzt's ein bisschen. Warum blitzt es da? Ich finde das schön, so als kleiner Pixel da rumzulaufen, wie bei Monkey Island, ne? Ach, diese Klassiker sind einfach genial. Okay, Oberlicht, was? Entweder schweißt jemand da unten. Aha! Oder das ist eine ziemlich primitive Form der Rundfunkübertragung. Es kann natürlich auch sein, muss ich jetzt auch erwähnen, dass ich vielleicht auf YouTube ein bisschen Probleme kriege wegen des Soundtracks. Aber das lasse ich auf mich zukommen. Können wir da irgendwie runterkraxeln? Stahlgitter im Glas. Stahlgitter im Glas, also das packt er nicht, oder wie? Stahlgitter im Glas. Aber ich würde mal schätzen, da unten gibt's auf jeden Fall ein Schweißgerät. Ob das das von Maureen ist, keine Ahnung, aber wir wollen es haben. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Okay, können wir damit was machen, mit dem Kamin, also mit dem Schornstein? Schau's dir mal an, lieber Ben. Wenn wir den da unten ausräuchern wollten, müsste Ben einfach nur einen Knoten reinmachen. Da unten riecht es nach Metallarbeiten. Okay. Ich kenne übrigens auch einen echten Ben, also auch ein lieber Gruß an dieser Stelle hier, Ben. Lass es dir gut gehen. Nein. Okay. Ich probiere alles aus. Es hat aufgehört zu schweigen. Okay, nicht lang genug. Könnten wir da dann vielleicht runterrufen, wenn wir dagegen treten? Ja, jetzt hört es wieder kurz auf. Aber, nee, nicht lang genug. Hallo? Das bringt ja irgendwie nichts. Okay. Schauen wir uns weiter um. Sandsäcke. Ich dachte schon Zementsäcke. Können wir mit denen was anfangen? Wohl das Einzige, das diesen Schrotthaufen zusammenhält. Ja, die Bude. Naja, sieht auch ein bisschen futuristisch aus hier mit diesem Vorbau. Können wir die mitnehmen? Die würden nur auseinanderfallen. Dann tritt doch mal dagegen. Okay, bringt nichts. Die Musik ist ein bisschen eine grauenhafte Form von dem, was man in Fallout New Vegas hört. Hä? So. Drinnen sieht es noch trauriger aus. Na wunderbar, gehen wir doch gleich mal rein. Ist da jemand? Da lasse ich Nein. meinen Mund nicht rein. Fenster eintreten? Nein. Geht natürlich auch nicht, okay. Man muss ja nicht immer mit Gewalt vorgehen, aber manchmal hilft es doch sehr.
Was ist das da? Ein Sandkasten? Echt jetzt? Leben hier Kinder hier in... Also Trailer Trash oder was? Offenbar hat der Kerl einen Hund. Ach so, Häufchen und so, ne? Da lass ich meinen Hund nicht rein. Das kann ich absolut verstehen. Mann, danke. Okay. Nein, danke. Ja, reintreten wollen wir auch nicht. Den hat ein großer Hund in Beschlag genommen. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal an die Tür. Erstmal angucken, ob da vielleicht nicht auch irgendwie ein Schloss ist oder so. Sieht ja nicht so aus. Abgeschlossen, aber nicht besonders stabil. Okay. Ja dann, wir versuchen erstmal zu reden. Aufmachen! Hallo? Aufmachen! Keine großartige Reaktion, okay? Ach komm, leck mich! Obwohl, da hat was Dude gemacht. Bedeutet das was? Ich gehe nochmal raus und wieder rein. Achso, ist die Tür jetzt wieder ganz zu? Oh, ich warte mal kurz mit der Fußartillerie. Tatsächlich, da passiert was. Das wollte ich ja jetzt nicht vorwegnehmen. Wer ist da draußen? Paketbote! Hey, ich versuche hier drin Kunst zu machen, Kumpel. Du! Ich habe keine Zeit zu vergeuden mit Versagern wie dir. Ey, lass mich rein, ich bin kein Versager. Ey. Was? Ich hatte meinen Klassenkameraden, der hat so gesprochen. Ey, ich komm ja schon. Achso, der war schon wieder weg. Da können wir durch das Fenster noch was sehen? Ich glaube nicht, ne? Da tut sich nichts. Drinnen sieht es noch trauriger aus. Ah, okay, alles klar. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Okay, dann, Moment, dann trete ich einfach nochmal auf. Scheinbar hält das Schloss das aus, ne? Was gibt es denn da drinnen? Ja, stimmt, sieht wirklich ein bisschen traurig aus. Ja, und der kommt dann aus dem Keller, weil er da irgendwie einen Fahrstuhl hat. Naja, Schublade. Ist mit Stahlstreben verschlossen. Was zur Hölle? Wer sichert so eine Schublade so? Ist mit Stahlstreben verschlossen. Der arbeitet gern mit Metall, hä? Ja, das hast du davon, du Kommode. Fahr zur Hölle. Und zurück. Das ist ein Kühlschrank? Ich hätte gewettet, er hätte einen größeren Kühlschrank. So wie er eben aussah in der Zwischensequenz, ja. Was haben wir da drin? Da ist ein dreckiges Stück Fleisch drin. Ja, nimm. Das können wir gebrauchen. Das würde ich mir gerne nochmal angucken. Geht das auch hier übers Menü irgendwie? Nein, scheinbar nicht. Okay, das können wir nur benutzen. Das ist ein bisschen minimalistisch gehalten. Ist mir aber recht. Ja, leg's mal wieder weg. So, können wir auch die rechte Tür noch aufmachen? Nee. Okay, hier hat er eine Schildersammlung. Tots Schilder. Seine Einrichtung hat diesen typischen Büchsenwurfbuden-Charme. Ja, etwas metallen rustikal. Macht sich nicht besonders an meinem Bike. Okay, und was ist das für ein Fisch? Ach so, da ist auch ein Schild. Ja, okay, dann... Aber hier können wir jetzt nicht runter, da tut sich nix. Moment mal, hallo? Da lass nee, ach so, Können wir nicht, während der oben ist, die Tür aufmachen und dann mit ihm reden oder so? Weil der fährt doch jetzt wieder hoch, ne? Jawohl, gut. Ich versuche erst nochmal mit ihm zu sprechen, aber wenn das nichts bringt... Was willst du? Ja, ich will dein Schweißgerät. Ich bin ein Freund von Mo. Ich brauche... Hör zu, ich habe kein Schweißgerät genommen. Ah, so. Hast du verstanden? Ich bin kein Dieb. Ich also, glaube, diese Wurst hat sich gerade verraten. Glaubst du aus irgendeinem Grund oder bist du einfach nur bescheuert? Ich bin bescheuert. Da hast du... Er hat's noch kurz gesehen, okay? Also, ich glaube, er hat das Schweißgerät doch gestohlen. Diese Aussicht definiert wahre Schönheit. Ja, ein wahrer Adonis Marke Heineken. Der hat schon genug. Ja, ich wollte ihn nicht verprügeln. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Verstehe ich. Da bleibt ja am Ende was. Also, da bleiben Fusseln in den Lippen hängen. Der hat schon genug. Ja, und jetzt? Ach so, da drüben. Ach so, die Kommode ist verschwunden. Geht's da dann irgendwie runter oder wie? Tatsächlich. Ach, das ist ja fast wie bei Space Quest. Dieser geheime Fahrstuhlschacht in der Wüste, das war, glaube ich, Space Quest 2 oder war das doch Nummer 1? Ich glaube, das 2, ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist seine Kunst, okay? Ich hoffe, er versucht nicht, die zum Leben zu bringen oder sowas. Und wie will er die da rausschaffen dazu? Also, die sieht zu groß aus für den Fahrstuhl. Ich sammle keine Kunst. Okay, dann und mach mal kaputt. Nicht, was immer das sein mag. Okay, er definiert es also nicht als Kunst. Ich möchte keinen Kampf mit dem Ding anfangen. Meinst du, es wehrt sich? Tja, was haben wir denn hier? Da war doch eben was. Ach, das Radio. Ja, schreckliche keine Mucke. Schlechte Version, wirklich.
Ach was, du kennst dich damit aus, okay. Da lasse ich mal. Ich würde es aber gern ausschalten, wenn es geht. Da komm ich nicht hoch. Kannst du hochtreten? Ich habe eine Frau gesehen, die hat an die Decke treten wollen und ist dann mit dem Pöms oben drin stecken geblieben. Also mit den Hacken, ne? Mit den Absätzen. Ah, da ist doch das Schweißgerät. Gut. Das sollte ich Mo schnell zurückbringen. Gut, nimm mal mit. Ah! Das ist mein Schweißgerät. Wo hast du das her? Gefunden. Oh, lag irgendwo rum. Eine Gabel und etwas Benzin und wir sind bereit. Es lag unter so einer Art Wampa begraben. Ja, das ging automatisch, aber ich wollte mich da unten noch weiter umgucken. Ich hoffe, Todd ist noch ausgenockt. Ja, ist er. Okay. Weil vielleicht gibt's da noch was, was wir brauchen. Und das will ich nicht verpassen. Und diese lustigen Wortwitze, die man manchmal findet, wenn man Sachen anguckt. Zum Beispiel hier diese Trichterkatze. Ach, Blechhund soll das sein, okay. Als Kind hatte ich auch einen Hund mit einem Trichter auf dem Kopf. Das lag bestimmt an der Reude. Nimm mal mit. Ich sammle keine Kunst. Okay, reden. Und auch nicht. Ja, das reden geht bestimmt auch nicht. Ich meinen Mund und kaputt nicht machen, aber ich will den Blechhund nicht kaputt machen. Nee, das lasse ich. Metallvogel, ja. Ein Fass-Emu. Ein richtiger Fass-Emu. Ich dachte, die wären ausgestorben. Ich meinen Mund nicht. Ich sammle keine Kunst. Ich könnte es versuchen. Aber? Und auch nicht. Was immer. Okay, da haben sich jetzt zwei Dialoge überlappt. Ist das hier was anderes oder zählt das noch zum Vogel? Das zählt zum Vogel, okay. Collage. Collage von was? Ich erkläre das hiermit zum langweiligsten Werk der Ausstellung. Ja, das hat ja noch nicht mal Nippel. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, okay, was immer das sein mag. Habe ich mich wohl getäuscht, dann gibt's hier wohl nichts weiter. Ich sehe im Moment mal nichts. Dann fahren wir doch wieder hoch. So, okay. Und dann wieder hier raus. Tja, und dann bleibt uns noch das große Gebäude da, ne? Okay, das ist die Mülldeponie. Todd's Junkyard, also das gehört dem auch. Gut. Todd's Schrottplatz. Jo. Mach auf, Todd! Oh ja, ich habe ihn K.O. geschlagen. Ja, das geht nicht so gut. Ich komme nicht dran. Okay, können wir das Tor vielleicht... Ja, wenn es ein Rolltor ist, können wir es vielleicht anheben. Naja. Sieht schwer aus. Aber du bist doch behangen wie ein Stier. Mach das auf. nein. Mach auf, Todd. So meinte ich das nicht. Ja, das war clever. Mach auf, Todd. Lasche. Können wir damit was machen? Kein Schloss. Das sollte kein Problem sein. Das heißt? Nicht verschlossen. Aber du kannst damit nichts anfangen. Und mit unseren bisherigen Gegenständen geht da glaube ich auch nicht. Ah, eine Kette bzw. eine Winde. Ein Flaschenzug. Sie kommt da unten aus einem Loch raus. Ist mir auch mal passiert. Und geht dann über den Flaschenzug auf die andere Seite. Bringt uns das was? Zieh mal dran. Ah, so, okay. Kannst du das halten? Nein. Offensichtlich nicht. Mist, verdammt. Ja, dagegen treten wird ja auch nichts bringen. Nein. Ben ist bockig, er hätte es ja wenigstens probieren können. Kannst du dann nicht vielleicht weiter dran hochklettern jetzt? Also wohl nicht. Ja, toll, das bringt uns auch nichts. Sie kommt da unten aus einem Loch raus. Und geht dann über den... Können wir mit dem Schlauch vielleicht irgendwie, ne, keine Ahnung, uns dran festbinden? Ein Schlauch wird hier nicht helfen. Okay. Und da drüben wahrscheinlich auch nicht, ne? Ein Schlauch wird hier nicht helfen. Und damit können wir jetzt wirklich nichts machen? Verschlossen. Ja, scheiße, ich würde ja sagen, wir klettern hier dran hoch, aber... Ja, kacke, da geht ja das Tor auf. Da müssten wir das irgendwie am Ort festhalten können. Weil sonst dreht die Winde ja weiter. Naja. Boah, ich weiß, mit der Lasche musste man irgendwas machen. Aber keine Ahnung. Können wir auch hier hinten raus? Ich laufe nicht. Ach so, da geht's dann ganz woanders hin und hier? Nicht zu Fuß. Ja, gibt's hier nicht noch vielleicht irgendeinen anderen Ort, wo wir hin könnten? Oder, keine Ahnung, was kriegen wir hier noch hin? Ja, mit dem Benzinkanister und dem Schlauch und so geht ja hier auch nichts, würde ich sagen. Ich bin bei Plan B, einfach alle Gegenstände mit allem anderen kombinieren. Das könnte ich nicht aufbrechen. Warum nicht? Das könnte ich nicht aufbrechen. Und die Tür als Einzelnes? Ja doch, kriegen wir auch. Ja, dann versuch mal. Ich glaube nicht. Und rüberklettern? Naja, wenn es
wenn der Strom alle wäre, ne? Das ist verschlossen. Moment, hier geht ja ein Kabel hin. Nee, aber da können wir nichts mit machen. Na, Wald rüberklettern bringt dann nichts. Oh shit, ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh irgendwie anfange zu hängen. Ich meine, vielleicht können wir das Schweißgerät ja selbst benutzen. Steht's jetzt nicht zufällig da drin? Nee, steht nicht hier. Mikrowellen hat, können wir nichts machen, ne? Ich red nochmal mit Maureen, vielleicht gibt's da was Neues. Mo? Ja? Ja, Ben? Wie sieht's aus, frag mir erstmal. Wie sieht's aus? Also, was wir hier haben, ist erstmal nur ein Einrad. Okay. Wir brauchen eine neue Gabel, ja? Und etwas Benzin. Ja, das Schweißgerät haben wir ja schon. Ich habe ein paar Probleme, das Zeug zu finden, ja? Ja, gibt die uns dann Lösungshilfen? Mal gucken. Ich habe ein paar Probleme, das Zeug zu finden. Wo ist das Problem? Ja, nee, okay, das wissen wir ja schon, wo es das Zeug zu finden geben könnte. Egal, das finde ich schon selber raus. Was immer dir die Haare zurückweht. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Das hat sich aus dem Englischen wahrscheinlich nicht so gut übersetzt. Können wir an die Tasche gehen? Oder so, oder mit dem Bike was machen? Ich nee, warte, ne? Bis sie fertig ist. Tja. Puh. Naja, ich mache jetzt erstmal was ganz Schlaues. Ich speichere nämlich zum ersten Mal. Wobei ich glaube, das Spiel, das läuft auch in der DOS-Box extrem stabil, dass wir da nicht befürchten müssen, was zu verlieren. Tja, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich würde ja mal sagen... was ist das da? Ist das auch zum Wegfahren? Ja, okay. Also, das führt auch an den Horizont. Da wollen wir ja vielleicht irgendwann hin. Hier zum Turm, da können wir auch nicht weiter. Dann gehe ich nochmal zum Todd. Haben wir irgendwas übersehen? Oder nicht? Aber was denn? Was sollten wir übersehen haben? Also, wir haben das Stück Fleisch mitgenommen. Hier, Schränkchen, natürlich. Mach das Schränkchen mal auf. Ha! Jetzt habe ich nur auf die Blechschilder geachtet, aber nicht auf den Schrank. Da ist ein Dietrich, okay. Damit können wir vielleicht das Vorhängeschloss knacken und sonst? Leer. Sonst leer, okay. Gut, das könnte schon reichen. Ja, versuchen wir mal unser Glück am Schloss. Und? Ben kann das. Er ist mit mehreren Wassern gewaschen. Das Schloss können wir sogar mitnehmen, okay. Gut, ein Schrittchen weiter. So. Also hier unten geht wohl nichts, dann können wir nur die Leiter hoch, oder wie? Ja, was? Tritt mal die Leiter. Okay, dann kletter halt hoch. Oh, Alarm. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir versuchen trotzdem schnell hochzuklettern. Vielleicht reicht ja die Zeit, um da oben was mitgehen zu lassen. Oh, Kacke. Was ist denn das? Was ist das? Für ein Gerät hört es sich sehr früh dement an. Tolle Musik. Oh oh. Ja, alles klar. Renn, Ben. Renn. Renn um dein Leben. Du dicker, fetter Bikerklops. Also fett ist er ja nicht. Das nächste Mal maßen Sie, bis ich Feuer gegeben habe, Leute. Tut mir leid, Boss. Ich war so aufgeregt. Ja. Immerhin, sie haben ihre eigene Melodie. Das heißt, sie kommen sofort wieder, wenn ich da nochmal dran lange, soweit ich mich erinnere, oder nicht? Ich glaube, irgendwo musste ich mich verstecken. Dann geh mal raus. Okay, dann kommen die wieder. Und jetzt können wir nicht wieder hin, während die da rumleuchten und vielleicht irgendwie was anderes machen? Ach so, die hauen wieder ab. Gut. Wir haben es ausprobiert, also so wird das nichts bringen. Wo sollten wir uns denn dann verstecken? Keine Ahnung, und da hinten, da gibt es ja aber auch keine weitere Gegend, oder? Und hier zur Seite können wir auch nicht raus, oder? Ich meine, da hinten ist verdammt schattig, aber nee. Nee, da tut sich nichts. Und nach rechts raus können wir wirklich nicht gehen? Ja, alle Mausgeklapper zum Trotz tut sich da nichts. Moment. Nee, das ist die Leiter. Da lösen wir ja gleich wieder was aus.
Da ist wieder ein Schild, aber mit dem Schild können wir nichts anfangen. Naja, okay. Mir kommt da gerade so eine Idee. Ich dachte ja, mit der Lasche müssen wir was machen. Oder hier mit der Kette auf jeden Fall. Mit dem Schloss können wir da nicht die Kette blockieren. Oder da drüben ist Tor. Dann sollte ich das verschließen. Okay, das will er nicht verschließen. Dann vielleicht das Tor. Jawohl, Bingo. Das sieht doch schon mal super aus. Wir kommen voran, Leute. Ich liebe dieses Spiel. Keine Ahnung, warum mir das jetzt so spontan über die Lippen gekommen ist. Der Bongo-Tango-Trompeten-Walzer. Schrott. Da hinten ist was gerannt. Ja, stimmt. Es hieß ja, Todd hat einen Sandkasten und da hieß es ja, der hat einen Hund. Okay, was haben wir denn hier? Autofracks, okay. Alles schön geplättet. Okay, er springt runter. Ja, schau dir mal die Fracks an. Nein, danke. Okay, nicht interessant, oder wie? Nein, danke. Ich meine, er mag ja keine Autos, er mag ja Motorräder. Ach, und ich liebe das, wie der Himmel aussieht. Das ist einfach genial. Noch mehr Fracks, noch mehr Fracks. Was haben wir hier? Ersatzteile, Genau die Gabel, die ich brauche. Ja, dann nimm mit. Kackbestie, die Schrauben hustet. Schnell weg. Der Gesichtsausdruck sagt einiges. Eieieiei. Platz. Ja, Platz. Am besten, damit du dich in die ganze Gegend verteilst. Gestörter Köter. Ja, was heißt verhaltensgestört? Der passt nur auf, ne? Und hustet Schrauben. Nein, du solltest da drüben bleiben. Ich wollte gucken, vielleicht können wir ja irgendwas anderes noch da drin machen. Oder wir haben doch dieses Stück Fleisch gefunden. Vielleicht können wir den Hund damit ablenken. Wäre doch eine Möglichkeit. Also, was haben wir hier? Noch ein Frack. Aber das steht einzeln, ne? Und hier scrollt der Bildschirm ein bisschen. Na, völlig ausgebrannt, vergiss es. Oh nein, nein, nicht schon wieder, du! Kackentöle! Renn, Penn! Lauf! Lauf, Junge! Platz. Oh je. Na, wunderschön, wie der alle möglichen Metallteile aushustet. Boah, also das Schweißgerät haben wir ja recht gut zurückbekommen. Aber jetzt haben wir hier es mit der Terrortöne zu tun. Wie sollen wir das nur packen? Ja, mit dem Stück Fleisch, vielleicht geht damit ja was. Mein Highlight in dieser Folge war auf jeden Fall der liebe Todd, als er gerade noch den Stiefel durch den Türspion gesehen hat. Einfach herrlich, ich liebe dieses Spiel, ich sag's nochmal. Ja, meint ihr, wir packen das nächste Mal, unsere Gabel zu kriegen? Kommen wir an dieser Terrorhöhle vorbei? Fällt dem Ozzlepi wieder ein, was er eigentlich früher ja schon mal gemacht hat? Weil heute stand er ein bisschen auf der Leitung. Er wusste ja, auch in ungefähr da ja beim Benzinturm, da war irgendwas mit Verstecken. Und dieses Tor da, das rollt sich aber hoch. Ach, da nehmen wir das Schloss, ja. Ist ihm dann irgendwann eingefallen, aber eher so spontan. Nicht, weil er es wusste. Das macht das Alter, liebe Leute. Naja, ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen, ne? Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen bei Vollgas. Haut rein, macht's gut.